Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay, dieses Mal mit Lürle vom Clan Moi in seiner Hindenburg. Und es ist natürlich ein Tier 10 Gefecht, der Kreuzer der Deutschen auf Tier 10, leidlich genervt durch den letzten Patch, eine Sekunde mehr Reload, oder vorletzter Patch war es schon, performt immer noch sehr gut. Man merkt aber meiner Meinung nach den Unterschied schon, je nachdem in welcher Situation. Also auf pure Reichweite gespielt, wie hier Lörle seine Hindenburg spielt mit 20,7 Kilometer. Gut, kein Reichweitenflugzeug mit dabei. Dürfte der Unterschied vielleicht nicht so sehr spürbar sein. Hängt natürlich auch von der Trefferqualität ab. Ach, und hier ist übrigens die Mail. Im Nahkampf auf 17,8 Kilometer wird man es dann schon merken, wenn, ja, sagen wir, die sechste Salve oder die siebte Salve dann eigentlich schon die achte sein könnte. Das wird man, je nachdem wie man zielt und wie man trifft, wie dagegen angewinkelt ist, natürlich auf definitiv merken. Und das könnte dann auch den Tod für die Hindenburg bedeuten. Aber da muss man einfach besser aufpassen. Man darf nicht alleine kämpfen. Früher war sie eine Macht, das ist sie immer noch. Der eine Sekunde Reload Debuff. Damit müssen wir uns jetzt arrangieren. Hilft alles nichts, dem nachzuweinen. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. So, die Karte ist uns bekannt. Allzeit bekannt, möchte ich mal sagen. Schauen wir uns mal die Schiffe an. Wir haben eine Des Moines im Gegnerteam. Ja, und wir haben eine Wooster. Also radartechnisch ausgeglichen. Shima Shima, Fletcher und die Z23 gegen die Akizuki. Die ist aber mit der Prinz Eugen und mit der Tirpitz. Ein schönes Achter. Schöne Achterdivision im 10er gelandet. Ist zusammen. Ja, sieht eigentlich recht ausgeglichen aus. Shima, Yugumo, Fletcher gegen Gearing, Akizuki gegen Z23, wobei ich da eher der Akizuki den Vortritt lasse, wenn es zum Gunfight kommt. Die Z23, nicht mein stärkstes Schiff, ich brauche ewig, um... Shima ist ein Bot, warum sollte die Shima ein Bot sein? Was ist denn das für eine Flagge? Nein! Ah, okay, die deutsche Scharnhorst-Flagge, wenn es mich nicht täuscht, oder? Dürfte das sein? Hier kommen schon die ersten Granaten an. Ist natürlich die Hindenburg von der anderen Seite. Die hat das Reichweitenflugzeug, oder? Ist das? Kann auch eine andere Hindenburg sein. Die eine wurde aber in C gesehen. Bin gespannt. Also, die Karte. Ja, die Karte ist nicht umsonst Falle. Schauen, Sau. Die Sau nach unten. Oben ist nur Shimakaze und Z23, das ist natürlich schlecht für das Team. B wird gar nicht beachtet, das ist ein Lemming Train zu A, weil Fletcher und Shima dorthin fahren, das ist nicht gut gespielt vom Team. Das ist nicht gut gespielt. Der wird auch aufgemacht, es muss ein DD, ja ganz genau. Ein DD in der Mitte sein, der ist natürlich vom B rübergefahren. Wie könnte es anders sein, da wird auch schon gepinkt. Die Sau ist natürlich auch offen, würde ich sagen. Fahrofen ist deswegen sofort zurückgefahren. Dann wird jetzt natürlich der Lemming Train hier Freizeite fahrend Richtung A Dauer beschossen. Und der wird nicht schnell genug sein. Die Frage ist nur, reichen die Torpedos so weit und welche Torpedos sind das? Das ist ein 4er Spread, das wird dann wohl die Gearing sein. 16 Kilometer. Den letzten wird er fressen, wenn er so ausweicht. Oh ja, okay, das ist natürlich bitter. Das ist bitter. Na, sie sind in Summe schon mal schlecht gespielt vom Team zu Beginn. Lörle kann da nicht viel dafür. Da ist die Akizuki drin, okay. Können auch die Akizuki-Torpedos gewesen sein? Ja, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg. Ich glaube, die Akizuki hat nur 10 Kilometer Torpedos. Einmal 4 und dann mit Reload nochmal 4. Oder hat sie einmal 5? Werde ich in Zukunft sehen, denn die Akizuki ist zu spielen. Und Erfahrung damit zu sammeln. Denn Kitakaze und Harugumo werden nicht lange auf sich warten lassen. Von daher, gönnt euch das Schiff ein bisschen, also jetzt schon, damit ihr danach keinem Grind ausgesetzt seid, sondern direkt auf die Kitakaze springen könnt. Die ist gut. Die ist richtig gut. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, irgendwo gibt's Preview Kitakaze und Harugumo. Also, nice Schiffe. Was ist das für ein... Das sind sehr coole Schiffe, wenn man sie so fährt, wofür sie gedacht sind. Aber das ist halt wichtig. Also dann ist jedes Schiff relativ gut. Ja, Akizuki müsste jetzt eigentlich raus. Da wäre es noch gut. Ja, sehr gut. Die Shima hat geschossen. Da muss man ja fast schon applaudieren.
Okay, Lörle macht es jetzt zumindest besser. Er dreht um. Er weiß, dass hier, also dem Lemming Train weiterfolgen, keinen Sinn macht. Er kehrt zurück Richtung B. Hoffe, er inspiriert hier Atagosau, Richelieu. Vielleicht noch ein Schlachtschiff dazu, die Alabama nicht ebenfalls diese Runde zu machen. Er hat natürlich am Anfang sehr hart kassiert. Das ist nicht geil. Man muss aber jetzt gut aufpassen. Diese weiten offenen Karten und diese Inselgruppe um B war die der Karte wahrscheinlich ihren Namen verleihen, Falle, sind natürlich dafür gemacht, dass dahinter eine Des Moines steht, dass da eine Wusters steht, die Hayes Band, ohne Ende, ohne aufzugehen, im Schutz der Inseln. Und das wird natürlich hier auf offenem Wasser, oh schön, Prinz Eugen, ah, die Haie ist schon geil. Die Haie der Deutschen wurde zu Recht vor langer Zeit gebufft, da macht man guten Schaden drauf. Wo war ich? Schiffe im offenen Wasser zu attackieren, ohne Gefahr zu laufen, selbst beschossen werden zu können. Und die Atago fährt jetzt vorschreien. Das wäre eher ein Job für die Fletcher gewesen, als ich gesagt habe, Atago Sau und die Richelieu sollten da was machen, meinte ich damit natürlich nicht suizidal, da reinzufahren, sondern von außerhalb des Caps Unterstützungsfeuer zu geben. Und da muss Lörle jetzt wirklich hart reinputtern und hart arbeiten, dass er die Atago hier noch retten kann. 5800 vorher waren schon gut, aber die dreht jetzt ab. Wo bleibt die Salve? Ah, natürlich. Abpraller, Abpraller. Prinz Eugen wie die Admiral Hipper nicht ganz so einfach zu beschädigen. Sind gute Schiffe. Ja gut, ich fasse dafür selten. Aber durch den Heal der Prinz Eugen ist es jetzt natürlich ein anderes Kaliber gewesen. Gab auch ein Replay dazu, da hat man das schön sehen können. Starkes Schiff. In den richtigen Händen natürlich immer. Man muss es können, man muss die Passion dazu haben und den Willen, sich auf das Schiff einzulassen. Dann kann man mit sehr vielen Schiffen sehr gute Ergebnisse erzielen, bei denen andere glauben, es ist nicht möglich. Ah, besser Haie. Ich weiß, es klingt jetzt blöd, sie fährt Breitseite, aber die AP der Deutschen, die hatten wenigstens Pen. Und Haie macht einfach immer Schaden. Der Blöde sich anhört, da ein Durchschlag. Das wäre mit Haie, wäre das eine Penetration gewesen wahrscheinlich. Hätte 2-3 oder sowas gemacht, anstatt 900. Ja gut, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es wurde B jetzt wirklich genommen, die Atago hat überlebt. Der Feind hat zwar Positionen um A eingenommen, aber nicht damit gerechnet, dass hier nochmal hochgefahren wird. Der normale Lauf der Dinge wäre gewesen, dass durch A durchgefahren wird und dann durch B wie eine Speerspitze gestoßen wird und dann hätte Team Rot von allen Seiten drauf schießen können mit Breitseiten, also mit Seitenfeuer, seitlichem Feuer in die Breitseite der grünen Schiffe, hätte das ein jähes Ende genommen und auch da, Hai, macht einfach mehr Schaden und der wechselt jetzt auch da bei dem Winkel. Schöne 4000, aber das macht Hai hier auch und das zuverlässiger mit Möglichkeit auf Brennen. Ich weiß, das ist jetzt arm und das klingt arm, aber es ist halt traurigerweise so. Da 1238, ja gut, das waren jetzt nur 2-2 und ein Ausfall. Immerhin, kein Torpedowerfer. Da schauen wir, nächste Salve. 1600, er hat aber auch Pech. Sind jetzt aber 5-6, das sind schon mehr als beim letzten AP-Treffer. Wie gesagt, Hai ist meiner Meinung nach hier einfach zuverlässiger. Da ist noch ein Ausfall, sind halt... Mal schauen, wie viel jetzt trifft von den 12 Granaten. Jetzt fährt sie wieder vorwärts, sie kommen trotzdem gut, eine ist ganz weit außen. 6 Treffer, wieder ein Ausfall. I'm not amused, aber jetzt wird sie wahrscheinlich rechts reindrehen, oder? Dann könnte man jetzt theoretisch schon auf AP wechseln. Nein, sie dreht doch nicht links raus. Sie dreht links raus mit der Ori. Die sind nicht gemeinsam im Team. Ja gut, dann hat sie jetzt von der Hindenburg innen was bekommen oder von der... Ja, muss von der Hindenburg oder von der Sau gewesen sein. Wahrscheinlich hinten... Nein, oder Monty. Monty kann es auch gewesen sein. Und dann war es das jetzt in Kürze. Ja, die Wuster lässt sich weit rausdrängen. Notgedrungen, die darf nicht aufgehen. Und auch Lörle lässt sich hier weit rausdrängen. Da ist schon die Gearing und die Tirpitz eingefahren in das Cap. Es ist ein Hin und Her, wobei das rote Team noch vorne ist und der geht schon davon aus, dass sie tot ist. Die Wuster hat sie rausgenommen. Wie viel hat denn die Wuster noch? Ah gut, hat noch ein bisschen, 3/4 Leben.
Wie gesagt, normalerweise ist sie weich. Und gegen eine Henri sollte eine Hindenburg keine Probleme haben. Mehr Kanonen, zwar geringeres Kaliber, dafür schnellere Nachladezeit. Ich glaube, die Henri liegt bei 12. Oh, die hat das Modul bekommen natürlich. Aber das ist noch ein Replay vor dem Patch. Weil mir ist bekannt, dass ich nach dem Patch ein, zwei Tage keine Replays eingesendet bekomme. Oder zu 90%, denn nicht jedes Spiel ist für die Einsendenden Replay würdig. Und deswegen warten sie natürlich ab, bis sie genügend Zeit hatten, ein gutes Spiel zu liefern. Deswegen ist das noch nicht aktuell. Also ist noch 0.7.6. Und Lörle, wie immer, das sind meine Mods hier für den 100 Tage Langzeittest. Dauert nicht mehr ewig, 20 Tage oder so, dann ist er beendet. Und dann gibt es ein Fazit. Jetzt wird es aber Zeit, dass Lörle wieder reinkommt. Ins Cap. Oh Gott, deswegen hat die Tirpitz, deswegen hat die Ori so abgebremst und ich dachte schon, wie ist das möglich? Die Ori kann doch nicht so schnell abbremsen und rückwärts fahren. Tja, man sieht's. Das hier kann, aber muss nicht, ein Replay-Fehler sein mit dem Markieren der Schiffe. Weiß nicht, ob er die Ori markiert gelassen hat und schlecht zielt oder nicht weiß. Also nicht schlecht zielt, aber ist schwierig abzuschätzen, wenn die Tirpitz ihn rammt, wie viel Speed-Verminderung das zur Folge hat. Deswegen hat er jetzt eher die Tirpitz getroffen. Und jetzt trifft er auch eher die Tirpitz als die Ori, obwohl die Ori angewählt ist. Von daher kann auch ein Replay-Bug sein oder aber einfach nur vom Spiel aus. Ja, muss ein Replay-Bug gewesen sein. Er hat immerhin von 12,6 getroffen. Das wäre ohne Markierung nicht möglich. Auch auf 14,5 Kilometer nicht, auch nicht bei einer Tirpitz. Da ist sie raus, die Ori, die eine Salve hat gereicht für den Tausender. Schöner 7800er Heal hier für die Hindenburg. Und das mag ich an der Mod, die bleibt definitiv drin. Die ist recht praktisch. Man kann da echt. Ach, das erkläre ich euch dann. So, jetzt sieht's, würde ich sagen, ausgeglichen aus, weil das ist es noch nicht. Aber es sieht nicht schlecht aus, wenn das grüne Team es jetzt schafft, die angeschlagenen Schiffe zu fokussieren und rauszunehmen. Das wäre jetzt natürlich das Allerwichtigste. Die Punkte. Ja, da sind sie auch ins Hintertreffen geraten. Aber das kann man mit rausnehmen von Tirpitz, Des Moines und Shimakaze, kann man das ziemlich zackig ausgleichen. Da ist die Yamato raus. Das ist natürlich noch besser, weil die hatte noch relativ viel HP. Zumindest hat mir das die Mod rechts oben angezeigt. Die Hindenburg, ja, die hat auch noch ziemlich viel. Aber die Tirpitz mit 28.000 steht bereit zur Yamato. Zur Montana, das ist gut. Die Alabama steht bereit zur Tirpitz. Die Frage ist jetzt nur, wer sieht den Fehler des anderen früher und bestraft ihn dafür? Lörle wird jetzt Richtung A fahren, Richtung B fahren. Hoffe mal. Ich hoffe, dass er reindreht. Er muss auf jeden Fall die Gearing da rauskriegen. Er muss aufpassen, dass die Des Moines hier ein bisschen unter Druck gesetzt wird. Die Yugumo ist da und tänzelt um die Montana rum. Die Shimakaze müsste auch da was machen. Das, was die Shimakaze hier macht, ist von der Seite rein torpedieren. Ist mega gefährlich. Denn die Monty ist da ja auch, wenn die ausweichen muss und die Shima die langen Torpedos drauf hat. Außerdem ist sie ohne Support und das kann ihr jetzt zum Verhängnis werden, weil auch die Des Moines zum Schluss gekommen ist, dass die Alabama in E3 beim gegnerischen Team ein bisschen Unterstützung nötig hat, um überleben zu können, obwohl sie noch voll ist. Die ist echt noch voll. Minute 6,43. Und die Monty wird ohne Unterstützung das Zeitliche segnen. Das... Ja, man könnte jetzt sagen, sie hat sich zu weit vom Spielgeschehen entfernt aufgehalten. Hätte Zeit genug gehabt, zum restlichen Team aufzuschließen. Man könnte aber auch sagen, Team schützt eure Schlachtschiffe, Kreuzer bleibt bei den Schlachtschiffen, DDS bleibt bei den Kreuzern und dann hätte man eine schöne Flotte. Aber dann hat man vielleicht wieder einen Lemming Train, wie es vorher den Anschein gehabt hat, bevor einige abgedreht sind. Und B wurde vernachlässigt. Das zieht sich natürlich hin. Ja, bis zu diesem Moment, also die Auswirkungen davon. Ja, und das war's für die Monty. Die Des Moines natürlich mit dem Reload. Die ist ein bisschen schneller, da muss man ein bisschen weiter, weniger weit nach oben zielen. Aber 91.000, immer 91.000 auf der Hindenburg wäre ich zufrieden. Ich hatte neulich ein Spiel, da habe ich 30.000 machen können, bevor ich rausgetorbt wurde von zwei DDs. Die in den ersten 3 Minuten es geschafft haben, auf zerklüftet
den Seacap zu überwinden, obwohl 4 Schiffe da standen und ein DD auch noch da war. Die sind unbemerkt daran vorbeigekommen. Ja, ist egal. Nichtsdestotrotz, jetzt ist natürlich AB die Granatenwahl der nächsten 2 Minuten oder vielleicht sogar weniger lang. Ja, ein bisschen zu hoch, aber die Hindenburg dreht auch schon ein. Problem ist natürlich, er zeigt Breitseite zur Alabama. Die Alabama, wenn sie reindreht, zeigt auch Breitseite zu ihm. Aber das sieht so aus, als würde es kein gutes Ende nehmen. HP-technisch wurde extremst aufgeholt jetzt. Also es ist schon nur noch 20.000 Unterschied. Von daher ist es möglich. Es ist immer möglich zu gewinnen. Manchmal ist es nur sehr unwahrscheinlich, dass da noch was gemacht wird. Aber bevor nicht verloren ist, ist es immer möglich. Ich würde hier eher die Des Moines fokussieren, die hat 21.000 und sie macht mehr Schaden als eine Alabama. Wohlgemerkt nicht Alpha-Schaden, aber DPS. Denn bei dem Reload, wie gesagt, mit HE, Lörle schaut, ob die Des Moines nach vorne oder nach hinten fährt, indem er einmal kurz die Torpedos aktiviert. Jetzt wissen wir auch, wo die Yugumo ist. Oder die Shima kann es auch sein. Yugumo wird sich wahrscheinlich zu A aufgemacht haben. Jetzt müsste jemand, ich glaube 8,6 Kilometer dran sein an der Des Moines, dann würde er die auch aufdecken. Aber die Wooster kann sich das nicht leisten, wenn hier eine Alabama ist. Unsere Alabama trifft leider nicht so gut. Da kommen die Salben der unserer Alabama. Alles rechts daneben. Bei der ersten Salve ging eine Granate aufs Deck. Hat aber, wie es aussieht, nur einen Durchschlag gemacht. Also nicht keinen großartigen Schaden. Und jetzt wird es wieder Zeit auf AP zu wechseln. Hopplöhrle, hau rein die AP. Ja gut, eins zu spät, aber das war für mich zu spät, nicht für Lörle, weil er redet natürlich jetzt gleich wieder ein. Ja. Aber Mai, dann zurückgewechselt auf High, hat er aber fix. Da ist die Yugumo. Okay, das ist jetzt natürlich ein schneller Kill. Die müsste jetzt raus. Oh ja, die Alabama ist auch raus. Das gibt nochmal Punkte und Zeit. Und jetzt die Yugumo raus. Was macht denn die für einen Fehler? Warum ist sie nicht nach A gefahren? Ist vielleicht die Shimakaze nach A gefahren? Ist natürlich nicht unbedingt notwendig. Oh ja, macht der Hydro an. Er verlässt sich darauf, dass er alle aufmacht. Ja, sehr gut. Hat abgebremst gleichzeitig. Kriegt er die Kurve schneller. Und da ist auch die Shima. Wahnsinn. Die geben das Spiel aus der Hand. 7,6. Was war das? Das ist das Radar der Wooster. Sie hat das Radar gezündet. Die Shima ist kurzfristig offen gewesen. Die Alabama hat einen Schuss abgegeben und hat sie getroffen. Der Gegner gibt das Spiel aus der Hand. Also diese zwei Fehler. Oh shit, da wird er jetzt einen. Nein, keinen. Was für ein Glück. Oh, Glück hat er gut positioniert. Ja, man muss einfach sagen, das war Glück. Aber Glück braucht man auch, dass er gerade die Kerbe erwischt hat, die Schneise der beiden Torpedos. Eine Schneise ist, wenn die Torpedos eine Schneise geschlagen hätten. Die Lücke zwischen den Torpedos. Wäre er nur einen halben Meter weiter rechts gestanden, hätte er wenden und drehen können, wie er will. Und jetzt Zeit für Abe. Ja, und der schaltet auch um sofort, gibt nicht mal eine HE-Salve ab. Ich lade immer gerne warm um, aber wie gesagt, muss nicht sein. Vielleicht hat sie keinen Bock zu drehen, wenn sie sieht, dass sie von der Hindenburg noch nicht beschossen wird. 8005 Pence. Gib's ihr. Das kann weiter vorhalten. Ja, das war's. Egal, wo jetzt was trifft. Auch in den Arsch ist tot. Und das gegnerische Team hat wirklich das Spiel aus der Hand genommen. Die Hindenburg kommt nicht mehr über die gesamte Zeit. Die Wooster wird hier jetzt hart ackern. Da kommen schon die Granaten der Wooster. Und auch die Granaten natürlich von Lörle hauen jetzt rein. Wer holt sich den Kill schlussendlich? Die Alabama steht auch nicht schlecht. Müsste es erreichen können. Ja gut, also knapp, aber wird jetzt reinfahren. Sonst wird es die Wooster machen. Das Schiff muss aber raus. Also wenn es sich versteckt, dann gewinnt das Team rot. Aber das sollte nicht möglich sein. Nicht, wenn die Schiffe so stehen. Aber die Hindenburg kämpft lieber gegen die Wooster. Ist natürlich keine schlechte Idee, wobei die Wooster ist so gut wie tot. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und ja, da macht es die Wooster jetzt. Nein, die Wooster ist tot. Er hat gut gemacht. Hat die Insel genutzt, um hier ja, die Hindenburg und die Alabama ein bisschen abzuwehren. Und hat sich dann noch die Wooster geholt. Lörle spielt auf 4 zu 3. Umso krasser, da dort den Überblick zu behalten.
Deine Hindenburg ist mit einem 17er Kapitän ausgestattet, mit AFD und weniger Bränden, also einem Brandherd weniger und die 10% Brandschutz. Aber wie gesagt, wenn ihr euch die Rechnung anschaut von Wargaming, wie der Brandschutz einfließt, dann werdet ihr merken, dass es, wenn ihr quasi mehrmals gegenrechnet, beim selben Schiff oder mit den einen Brandschutz oder weniger, habt ihr eine Möglichkeit, eine Verringerung von Bränden im Promillebereich. Also es wird dann bei 0,xx% wird die Differenz sein, ob mit diesem Schutz und ohne diesem Schutz. Wichtig allerdings bei diesem Skill, also ich meine jetzt den, meine diesen hier, ist eben nicht die 10% Brandschutz, sondern die Verringerung eines Spots. Und damit einhergehend ist natürlich die Verlegung der Restplätze. Bedeutet, Spieler, die sehr gut sind und wissen, wo die Feuerspots sind bei den Schiffen, zielen genau auf diese Bereiche, um so viele Brände wie möglich zu machen. Ist dieser Spot hier aber einer ausgenommen, müsste es sich ein bisschen verschieben und sie wissen nicht, wohin schießen, nicht zu Beginn. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger und daher schützt das auch. Und natürlich, weniger Brände sind immer besser, wird aber meistens gemacht bei viel HP-Schiffen. Ich habe den zum Beispiel bei der Yamato drauf, denn Yamato hat über 50 mm Deckspanzerung. Bedeutet, kein Schiff, kein Haie-Schiff penetriert mir diese Panzerung mit Haie, werde deshalb in der Hoffnung beschossen, dass Brände sind. Und da sie aber meine Überlebens-Yamato ist, habe ich auch einen Brand weniger. Und ich hoffe mal, dass sie dann eher von mir ablassen. Aber es ist auf jeden Fall fürs Überleben sehr wichtig. Wie wir schon gesehen haben, ist es ein Sieg mit 151.000 Schaden. Kann sich sehen lassen. 3 Kills. Das Gefecht wurde schlussendlich noch gedreht, wobei man auch sagen muss, die Yugumo und die Shimakaze haben es hart aus der Hand gegeben. Also die zwei hätten nicht drauf gehen müssen. A hätte schon länger gekappt werden können. Die Monty hätte schon früher rausgehen können durch Torpedos. Aber hätte Fahrradkette. Lörle hat es gut gemacht. 151.000 sprechen für ihn. 3 Kills. Und es ist wieder ein Replay, wo ich sagen muss, es ist gut. Also es ist ein gutes Replay, es ist ein gutes Gefecht. Es zeigt, wie die Spiele in World of Warships sind. Es ist kein Über-Replay mit 300.000 Schaden. Die sind schön anzuschauen, aber jeder weiß dann, dass das ein One in a Million ist. Aber sagen wir, eins in 1000 Gefechten, wo sowas zusammenkommt. Und da muss schon sehr viel mit dem Schiff gespielt werden. Und das ist einfach ein Ausblick vom Spiel. Und deswegen finde ich solche Replays generell, um das Spiel zu repräsentieren, auf jeden Fall besser und gelungener. Und ohne Premium 115.000. Lörle, schönen Urlaub. Hast geschrieben, du gehst ab in den Urlaub. Ich hoffe, du kannst das noch sehen und wenn nicht, dann einfach danach, wenn du wiederkommst. Danke fürs Einsenden, viel Spaß und wir sehen uns dann wieder im Gefecht. Ciao.